Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Super Mario Maker 2! Denn dieses wunderschöne Spiel hat ein Update bekommen und das schauen wir uns heute mal an. Oh, what's that? Habe ich ja noch nie... Ah, da, guck mal, da sieht man gleich die Updates! Da ist nämlich ein Pokey und ein Spikey und das legendäre Master Sword! Na, zieht das heraus? Bitte, zieh's raus! Macht er nicht! Aber so geil, dass sie sogar für das Update ein extra Intro gemacht haben. Ja, da habt ihr quasi schon alle Neuerungen gesehen, die es in diesem Update so gibt. In der Version 2.00 nämlich. Und wir schauen einfach mal rein, ob wir irgendwas von den Neuerungen finden. So, dann haben wir schon die erste Neuerung. Hier kommt die Ninja Speedruns. Wetteifere mit Baumeistern aus der ganzen Welt um den Weltrekord. Außerdem kannst du neue Baumeisterkleidung erhalten, wenn du während eines Events Level abschließt und Stempel sammelst. Siehste mal, kriegt man neue Ausrüstung. So, und den probieren wir auch gleich mal als erstes aus. Beim Ninja Speedrun, da wird wohl jede Woche irgendwie ein Level von den Nintendo-Mitarbeitern gestellt. Und das ist dann quasi für jeden gleich, wie so eine Daily-Challenge. Nur, dass es hier über eine Woche lang geht. Haben auch schon 106.000 Leute dran teilgenommen. Und ja, man muss einfach das Level ganz normal spielen. Man spielt es auch alleine, mehr oder weniger. Beziehungsweise man sieht gleich noch die 106.000 anderen. Da bin ich mal sehr gespannt, ob wirklich alle 106.000 angezeigt werden oder was genau da angezeigt wird. Auf jeden Fall sieht man die anderen Spieler, wie sie das Level quasi auch gemacht haben. Und zwar genauso, wie man das spielt. Levelerkundung ist das jetzt erstmal und dann geht es erst in den Speedrun. Okay, also jetzt erstmal gucken wir uns das ganz alleine hier an. Aha, ja, ein Pilzchen und einer dieser neuen Gegner. Und so wie ich das mitbekommen habe, werden diese Schneebälle sogar größer mit der Zeit. Ja, doch. Doch, der wird größer, oder? Am Anfang ist er kleiner und dann wächst er. Ja, cool. Es gibt einige, ich glaube, diese Schneemänner hier sind jetzt auch neu. Die Spikes gibt es in jedem Modus, dafür gibt es in diesem 3D-World-Modus allerdings solche komischen Speed-Dinger auf dem Boden. Jo, dankeschön. Oh, kann ich Schneebälle sogar mitnehmen und dann einfach irgendwo hinschmeißen. Tun denn die Schneebälle weh? Nö, also die schubsen einen nur so ein bisschen weg. Aber sie machen zumindest nichts Böses. Oh, und sie machen einen auch schwer. Nee, sie machen einen nicht schwerer. Keine Ahnung, Leute. Oh, komm. Ach, die Großen machen auch größere Schneebälle. Das macht total Sinn. Ist ja mega gut. Okay, also der Schneeball gefällt mir schon mal richtig gut. Und es gibt jetzt solche Speed-Rampen. Sieht man hier in diesem Level allerdings noch nicht. Ist auch ein sehr kurzes Level. Okay. So, dann beginnt jetzt wohl der Speed-Run. Ich habe mir jetzt natürlich keinen guten Weg überlegt, wie ich da irgendwie durchkomme, aber wir versuchen einfach so schnell es geht, da durchzukommen. Ich glaube, einen Pilz brauche ich nicht, der wird nur Zeit kosten. So, Erkundung abgeschlossen. Haben wir dafür auch schon einen Sticker bekommen? Bin? Gar nicht. Ach doch, ich bin sehr schlecht. Die meisten brauchten 20 Sekunden. Damit wäre ich Platz 87.000. Ich kann es nochmal machen. Aber jetzt als Speedrun, oder was? Du kannst nun gegen Ninja-Geister antreten. Spiele Level erneut, um deine Bestzeit zu unterbieten. Die Anzahl der Ninji-Geister kannst du im Pausenmenü einstellen. Ah, okay. Also es werden nicht alle 100.000 Ginjis Ninjis? Oh Gott, es geht schon los! Angezeigt. Warte, nein, das machen wir nochmal. Sondern man kann einstellen, wie viele. Okay, wir probieren das jetzt so gut es geht. Und man hat dann, oh nein, anscheinend auch so viele Versuche, wie man will. Also einfach den besten Weg finden und dann ist man gut dabei. Das ist ja richtig assig! Okay, da, bei... Oh Gott, bei diesem einen Ninja da vorne müssen wir bleiben. Okay, wahrscheinlich ist das besser, wenn wir hier einfach oben rüber gehen. Ja, ich bin der Allerbeste. Ich bin der... Nein, fuck, ich hätte unten lang gehen müssen. Was mache ich denn? Oh nein, den müssen wir... Nein, wieso bin ich so schlecht? Irgendwie gar nicht so einfach. Okay, also über den rüber, runtergehen, den Schneeball mitnehmen, einfach da durch. Ja, nein, hör auf mich zu überholen. Oh Gott, okay, ich gehe trotzdem unten lang. So. Und dann hier rüber. Und dann sind wir doch quasi schon im Ziel. Komm. Da kommt doch gleich das Ziel. Nein! Ah, Schneeball in die falsche Richtung geworfen. Ja, das wird was. Das wird was. Nein, ich muss da hoch. Warum muss ich da hoch? Nein, meine 20 Sekunden. Oh Gott. Ah, ich muss den Schneeball mitnehmen. Geht das überhaupt als kleiner? Nein! Warum war da noch ein kleiner Schneeball? Ja, Speedrun ist was anderes. Ist in Ordnung, Leute. Aber der Allerschlechteste bin ich trotzdem nicht. Okay. 27 Sekunden. Mega schlecht. Das ist echt eine 4-, die ich da hingelegt habe, ne? Die haben alle 20 Sekunden geschafft. Okay, und bei der Ninja-Geister-Anzahl kann man einfach nur sagen, dass man gar keine sehen will. Wenige, viele oder sehr viele. Also es steht nicht da, wie viele man genau sieht. Man sieht einfach nur sehr viele. Ja, zumindest schon mal verbessert. Aber ich habe gesehen, eben sind welche den oberen Weg lang gegangen. Das ist vielleicht schlauer. Weil dann kann man auf die Gegner raufhüpfen.
Das sieht zumindest schon mal besser aus. Oberes Drittel zumindest. Okay, diesmal gehen wir einfach oben lang. Ach, das funktioniert ja wirklich. Das ist ja mega gut. Okay, wir sind oben lang. Nein, er hat mich aufgehalten. Als ob, aber oben ist auch legit, Leute. Ich glaube, oben ist sogar schneller. Nein, es ist aber mega gut, alles platziert. Also man kann da wirklich richtig den Speedrun rausmachen. Oh, als ob das doch funktioniert hat. Nein, bitte. Wieder zu früh, oder? Nein, es geht. Oh Gott. Nein, bitte geh doch einfach da hoch. Jetzt haben die mich doch alle überholt. Das ist nicht cool. Okay, den brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Und jetzt, come on, bitte. Nicht mal verschnellert, oder? Minimal, wenn überhaupt. Nein, das muss schneller gehen. Komm jetzt aber. Ja, nein. Okay, ich bin stehen geblieben, aber ich glaube, das ist okay. Komm on, jetzt, das wird's! Okay. Unter 21 Sekunden. Das zählt wahrscheinlich in diesen 20 Sekunden Balken rein, oder? Bitte. Ich meine, einen kleinen Fehler habe ich gemacht, aber... Oh, mega verbessert. Ja! Ich bin der große Balken! Ich bin der große Balken! Hätte ich diesen einen kleinen Fehler nicht gemacht, dann hätte ich vielleicht... Alter, unter 20 Sekunden zu kommen ist schon mega hart. Also dieser kleine Balken da ganz rechts, das sind echt die Oberficker. Aber immerhin Top 15.000. Sagt mir mal, wie viel Zeit ihr gebraucht habt. Okay, so, Ninji-Modus gefällt mir schon mal ganz gut. Oh, wir haben neue Sachen. Gleich mal angucken. Ja. Sieht ein bisschen komisch aus, aber wir nehmen sie einfach mal. Ich glaube, so ein Ninji-Kostüm könnte mein normales Kostüm verändern. Gut, dann gucken wir nochmal, ob wir irgendein Level finden, wo man Link spielen kann. Sollte bestimmt unter den Beliebten irgendwie sein. Ja, hier. Beginner Hero Training. Das klingt doch gut. Ah, Two Heroes aber auch. Ich glaube, die sind einfach alle mit Link. Aber mich spricht dieses Two Heroes gerade mehr an. Deswegen spielen wir mal das, weil da kann man anscheinend Mario und Link spielen. Und wir spielen einfach mal. Und ja, dieser Link ist halt nicht wie beim Mario Maker 1 nur ein Kostüm, sondern es ist ein Power-Up. Statt einem Pilz sammelt man dann halt so ein Master Sword ein. Gibt's leider nur in dieser 8-Bit Select Mario. Nee. Oh, wie cool ist das denn? Select Link. Ja, geil. Ja, wir spielen auf jeden Fall als Link. Dieses Power-Up gibt es leider nur in der 8-Bit-Variante. Das heißt, in 3D-World gibt es das leider nicht. Jetzt sind wir Link. So, und Link hat nämlich andere... Hier, so sieht das Power-Up aus, das man dann einsammelt. Der hat andere Angriffsmuster. Also ihr hört erstmal, dass die Musik anders ist. Und bei Mario Maker 1 wäre das jetzt halt so, dass der Link genauso dieselben Angriffsmuster etc. hätte wie Mario. Also beziehungsweise hätte er halt so springen können und so. Aber als Link können wir, wenn wir nach unten halten... unseren Schild ausrüsten, dann können wir blocken. Wenn wir können angreifen mit unserem Schwert, also wie dieses... Wir können sogar die Schwerter hier wegschubsen, wie cool ist das denn? Stirb! Schon ganz witzig. Ja, sonst kann er halt ganz normal springen. Und er hat aber auch einen Bogen. Pow! Warte, okay, ich treffe dich. Ja, das ist Link. Oh, das ist so cool. Damit kann man richtig coole RPG-Sachen machen. Vor allem, du kannst halt auch zusammenspielen, wie wir eben schon gesehen haben. Dann kannst du einfach vier Links ausrüsten. Okay, wie geht das jetzt hier, hä? Ah, ach, die kann man so kaputt machen. Ja, mega nice. Mega cool. Und dann kannst du einfach vier Links spielen, so wie bei Legend of Zelda Four Swords, wenn das jemand kennt. Okay, was ist denn hier jetzt der Plan? Aber die Musik ist schon mal mega geil. Das ist so ein cooles Feature jetzt, ohne Witz. Okay, aber ich verstehe das hier leider trotzdem nicht. Also da rechts steht R. Und mit R macht man halt den Bogen. Aber da ist ja so ein Ding im Weg. Ach, man kann hier auch den Winkel einstellen vom Bogen. Oh, das ist ja mega cool. Leute, what the fuck? Dieser Link ist ja richtig gut. Das gefällt. Ah, hier ist übrigens noch eine Neuerung. P-Switch-Blöcke. Das sind halt wie ganz normal die P-Switches, nur dass sie nicht mit Münzen funktionieren, sondern mit so normalen Blöcken. Und das hat halt den Vorteil, dass man nicht aus Versehen die Münzen einsammelt und es dann nicht mehr weitergeht. Ah. Ach, hier ist auch eine Neuerung. Das sind hier die Schneebälle. Ich habe das nicht erkannt, Leute. Das sind die Schneebälle in der 8-Bit-Version, die wir eben auch schon mal gesehen hatten. Ah, was soll ich machen? Hä? Abwehren? Vielleicht abwehren. Warte, wie wehre ich denn nochmal ab? Nach unten drücken. Wahrscheinlich hier vorne abwehren, oder? Und dann geht er wieder zurück. Aha! Ich bin der Allerbeste, ich vernichte alles, ich bin Link! Der Weltenzerstörer. Oh, das ist so cool, als Link hier rumzuspielen. Hallo? Will ich die haben?
Ich will die gar nicht. Ich will oben lang. Ich will nicht als Mario. Okay, jetzt müssen wir als Mario hier weiterspielen. Deswegen Two Heroes. Und das kennt man ja schon. Mit dieser ganz alten Mario-Blume. Ach, jetzt müssen wir das alles nochmal als Mario machen. Ja, okay. Von mir aus. Ich bin der allerbeste Toad-Mario, den es gibt. Ja, und damit kann man halt richtig coole Rätsel machen, wie ihr das schon seht. Oder eben so richtig coole RPG-Elemente einbauen. Ich finde das mega gut. Wie findet ihr das, Leute? Ah, und als Mario muss man hier im richtigen Moment die Schneekugel bekommen, damit man oben lang gehen kann. Okay, also ja, auch ein sehr schönes Level. Kann ich auf jeden Fall verstehen, warum das den Top-Level ist. Jetzt kommt wieder die geile Musik. Oh, dann haben wir endlich mal wieder ein neues Zelda-Spiel hier. So, das sollte das Level auf jeden Fall gewesen sein. Oh, ein Bosskampf kommt noch, aber als Link. Okay. Ob wir den auch zweimal besiegen? Nein, ich will nicht als Mario spielen. Lass mich als Link spielen. Aua. Ich will gerne als Link spielen. Warum darf ich nicht als Link spielen? Was muss ich machen? Da, okay, nee, da durchschießen können wir nicht. Dann muss der da rechts lang. Haben wir ihn jetzt vernichtet? Habe ich schon gewonnen? Ah, wir müssen ihn auch als beide besiegen. Okay. Mal kurz überlegen. Also die Zelda-Parts sind auf jeden Fall schwerer, meiner Ansicht nach. Kann man den damit auch abwehren? Ja. Und dann geht er da rein. Aber ich bin mir nicht sicher, was wir hier machen sollen, Leute. Oh, man kann sogar seinen Schuss hier aufladen. Warte, wie habe ich das denn eben gemacht? Alter, man kann da nach unten eine Attacke machen als Link. What? Wie gut ist das denn? Und wenn man nach unten hält und dann Angriff drückt, dann oh, dann macht er so eine Aufladeattacke. Hier, so. Ist ja mega gut. Okay, also irgendwie das Ding muss da schon rein und dann da hinten irgendwie gegen den Pow-Block. Guck, jetzt ist er da hinten drin, aber was bringt mir das denn, wenn er da ist? Gibt's noch irgendwas? Ah, es gibt noch eine Bombe. L nach Y. Man kann eine Bombe werfen! Und die soll jetzt explodieren. Oh mein Gott! Okay, das hätten wir ja jemand sagen müssen. Man kann als Link eine Bombe werfen. Der hat noch eine Funktion hier. Hä? Wie gut! Mario, Lu oder Link. Wir gehen natürlich als Link ins Ziel, Leute. Link ist der Beste. Okay. Also, oh, Link ist ja mega gut. Also, ich glaube, damit kann man richtig geile Level machen. Und da ist das Triforce. Das ist gute Triforce, Leute. Ja, und dann würde ich sagen, haben wir, glaube ich, schon alles Neues gesehen. Wir haben die Pokés in der Eisversion gesehen. Wir haben die Spikes gesehen, auch in der Eisversion. Wir haben diese Eisblöcke nicht gesehen, wo Münzen drin sind, die schmilzen können. Die es allerdings nicht in der 3D-World gibt, aber so wichtig sind die auch nicht, oder? Ansonsten haben wir halt die Pi-Blöcke gesehen. Wir haben Link als spielbaren Charakter gesehen. Wir haben den neuen Spielmodus gesehen. Ich würde sagen, das war's dann mit dieser Folge, mit diesem kleinen ich zeig euch, was es alles Neues gibt. Und ja, dann sagt ihr auf jeden Fall, wie ihr diesen Ninja-Speedrun abgeschlossen habt. Und dann hoffe ich, ihr hattet Spaß mit dem Video. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.